Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute öffnen wir das 20. Türchen. Das heißt, bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Merkt ihr auch schon an meiner tiefen Stimme. Ich glaube, ich habe im Dezember ca. 20 Mal über Weihnachten gepredigt. Irgendwann. Und natürlich die ganzen Vorlesegeschichten. Deswegen wieder ein Heißgetränk. Und hoffe, ihr habt ein ebensolches. Heute aus einer Tasse von AFEC, einer wunderbaren Organisation, die Indianerlager für Kinder von Strafgefangenen macht. Also ist ganz toll. Schmeckt der Kaffee gleich nochmal so gut. Heute jedenfalls eine Geschichte von Anne-Kathrin Warnke aus dem Buch Weihnachtswundernacht Band 5. Jenem wunderbaren Projekt, das im Brendo Verlag erschienen ist, herausgegeben von meinem Freund Thomas Klappstein. Und es ist ein Projekt, in dem wir im Grunde genommen als eine Kerntruppe von Freunden versuchen, seit 5 Jahren immer wieder unterschiedliche Perspektiven auf Weihnachten zu werfen. Und wer ganz gut rechnen kann, ich kann es jetzt noch nicht, ist mir noch zu früh, der kann das ja mal ausrechnen. 5 mal 24, wie viele wunderbare Perspektiven das wohl sein mögen. Das Buch sagt über Anne-Kathrin Warnke, dass sie 1962 geboren ist, also ein Jahr älter ist als mein kleiner Bruder. Anne-Kathrin Warnke, Jahrgang 1962, machte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Reiseverkehrsfrau. Sie ist verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Sie schreibt Porträts für Christsein heute. 2013 hat sie ihren ersten Roman 0014, Zwei Engel in geheimer Mission, im Brendo Verlag veröffentlicht. Klingt sehr spannend, liebe Anne-Kathrin. Leider habe ich ihn noch nicht gelesen. Aber wer weiß. Und ihre Geschichte heißt Arne und der heilige König. Arne rülpste lang und vernehmlich. Das tat gut nach dem fetten Grünkohlessen. Seine Tischnachbarin schaute ihn strafend an. Dumme Kuh, ihr vornehmes Getue nervt ihn jeden Dienstag im Warteraum der Tafel. Dabei stand sie kein bisschen über ihm auf der sozialen Leiter. Hartz IV eben. Welcher Deutsche täte sich sonst Woche für Woche diesen elenden Spießrutenlauf an? Im vollbesetzten Vorraum der Tafelausgabe warten eingepfercht zwischen lauter Flüchtlingen, bis die eigene Nummer dran ist. Irgendwann dann endlich vorrücken zu dem Cerberus am Eingang, der die Nummern kontrolliert und einem den Zwangseuro abknöpft. Und dann der Rundgang mit einer der Tafeltanten. Okay, manche waren ganz nett und bemühten sich wenigstens so zu tun, als wäre man ein Kunde. Aber immer wieder erwischte man eine, die einen von oben herab behandelte, so als wäre man bescheuert. Meistens passierte das Arne, wenn er mit einer Fahne kam, was so selten nicht vorkam. Er trank halt gerne mal einen Doppelkorn. Oh, apropos, so ein Korn wäre genau das Richtige nach dem Grünkohl, dachte er. Diese verfluchte Hand fängt auch schon wieder an zu zittern. Arne tastete nach dem Flachmann in seiner Jacke. Leider konnte man den jetzt hier nicht auspacken. Bei diesem vorweihnachtlichen Essen für Tafelkunden war Alkohol nicht vorgesehen. Aber zum Glück gab es ja etwas Privatsphäre auf dem Klo. Anne stand auf und verbeugte sich übertrieben vornehm vor seiner Tischnachbarin. »Gnädigste, entschuldigen mich, ich gehe jetzt mal den Grünkohl abseilen.« Beflügelt vom giftigen Blick der dummen Kuh, machte Arne sich auf die Suche nach dem stillen Örtchen.
Es befand sich auf dem Gang, der den Gemeindesaal mit dem Kirchenraum verband. Arne hatte in dem geschmückten, aber praktischen Saal ganz vergessen, dass er sich auf kirchlichem Boden befand. Ach ja, für unsere vorweihnachtliche Bespaßung haben sich die Gutmenschen von Kirche und Tafel zusammengetan, grummelte er vor sich hin. Dann haben alle ein gutes Gewissen. Da scheiße ich drauf. Das tat er dann, aber doch nicht in der Abgeschiedenheit. Der WC-Kabine. Stattdessen nahm er ein paar kräftige Schlucke aus seinem Flachmann. Und das Zittern seiner Hände hörte auf. Jetzt könnte ich eigentlich ein paar richtig gute Fotos schießen. Arne war ein hervorragender Fotograf gewesen. Damals, als er den Korn noch nicht über alles geliebt hatte. Mit dieser Arbeit hatte er seine Familie sehr gut ernährt. Aber dann hatte er Irene und die Mädchen verloren, an Hans Günther. Da war er Anfang 40 gewesen. In den letzten 10 Jahren hatte er mehr und mehr Trost beim Korn gefunden und dabei leider auch sein gutes Kameraauge und seine sichere Hand verloren. »Aber jetzt bin ich ganz ruhig«, flüsterte Arne in seiner Kabine. »Jetzt kann ich traumhafte Bilder schießen, ich weiß es.« Nach einem weiteren tiefen Schluck aus dem Flachmann machte er sich auf den Weg in den Kirchenraum. Er hatte gehört, dass die Johannesgemeinde eine großartige Krippe aufgebaut habe. Und die wollte er jetzt fotografieren, mit seinem Smartphone. Gedacht, getan. Arne schlüpfte durch die nur angelehnte Tür in die Kirche. Der nicht besonders große Raum lag größtenteils im Dunkeln. Nur der Altarbereich wurde von oben indirekt beleuchtet. Dabei wurde die Krippe links vom Altar angestrahlt. Sie war wirklich wunderschön. Maria, Josef, die Hirten und die heiligen drei Könige waren ungefähr 30 Zentimeter groß und sehr fein, fast lebensecht, aus Holz geschnitzt. Sie trugen Kleidung aus Stoff. Die Krippe mit dem Kind, die Schafe, der Ochse und der Esel waren ebenfalls gut geschnitzt und hatten im Vergleich zu den erwachsenen Menschen genau die richtigen Proportionen. Arne zog sein Smartphone aus der Tasche und knipste drauf los. Dann stutzte er. Irgendwas störte ihn. Und plötzlich wusste er, was es war. Der Mohr. Diese Figur war aus deutlich dunklerem Holz als die anderen und hatte die Gesichtszüge eines Schwarzafrikaners. Während die weißen Könige mit ihren Geschenken vor dem Kind in der Krippe knieten, stand der Mohr mit seiner Gabe noch stolz aufrecht. Er sah wunderschön aus mit dem weißen Turban und den ebenfalls weißen orientalischen Gewändern. Vor seiner Brust prangte eine dicke goldene Kette. »Nun, da scheiße ich doch drauf«, grummelte Arne zum zweiten Mal an diesem späten Nachmittag. Sein Zorn hatte 2 Gründe. Er war Pastorensohn und kannte sich in der Bibel gut aus. Obwohl er dem christlichen Glauben schon vor Jahren abgeschworen hatte, »das darf ja wohl nicht wahr sein«, murmelte er vor sich hin, »diese Fixierung auf Legenden hört ja wohl nie auf. In der Bibel ist nie die Rede von einem Schwarzen an der Krippe. Und immer noch tun die Christen so, als wäre der Mohr Fakt.« Der zweite Grund für seine Wut war der, dass dieser Schwarze an der Krippe als einziger noch stand. Arne fand, dass alle Flüchtlinge in Deutschland sich schön demütig zu verhalten hätten. Stattdessen kreuzten sie seit einigen Monaten wie ein Heuschreckenschwarm an seinem Tafeldienstag auf und nahmen ihm das beste Essen weg. Der Gedankensprung von dem schwarzen König an der Krippe auf Flüchtlinge war eigentlich nicht logisch, aber das machte Arne nichts. Was scheiße ich dort drauf? Diesmal schrie er es laut heraus und gab der schwarzen Krippenfigur einen heftigen Stoß. Laut polternd fiel sie der Länge nach aufs Gesicht. Verstohlen schaute Arne sich um und trat dann den Rückzug an in Richtung Tür. »Halt!« donnerte eine wütende Stimme in seinem Rücken.
Hast du mich gerade umgestoßen, du versoffener Mistkerl? Gleichzeitig packte ihn ein fester Griff an der Schulter. Verstört drehte Arne sich um und sah den schwarzen heiligen König. Er sah haargenau aus wie die Krippenfigur, weißer Turban, weißes Gewand und eine dicke goldene Kette. Bloß, dass der offensichtlich quicklebendige, drohend grinsende Mensch vor ihm ihn um einen Kopf überragte. Arne, der sich trotz seiner knapp 1,70 Meter und leichten 70 Kilo immer riesengroß fühlte, dem Korn sei Dank, kam sich plötzlich vor wie ein Zwerg. Wer sind Sie? Stammelte er. Ich bin Kaspar, donnerte es zurück. Aber das ist doch eine Legende. Sehe ich aus wie eine Legende? Oder fühlt sich das etwa nicht echt an? Bei der letzten Frage stupste der heilige König Arne hart mit dem Zeigefinger in die Brust. Autsch! Schrie Arne. Der schwarze Mann grinste noch breiter und bedrohlicher. Und selbst wenn ich eine Legende wäre, meine Botschaft ist eine göttliche, fuhr er fort. Es steht dir nicht an, dich über die Christen mit ihren Krippendarstellungen zu erheben. Klar, in der Bibel gibt es keinen Afrikaner an der Krippe. Die Heilige Schrift redet ja noch nicht mal von Königen und auch nicht von Dreien irgendeiner Sorte. Sie erwähnt nur Magier aus dem Morgenland. Trotzdem erzählen die Krippendarstellungen die göttliche Wahrheit. Vor Jesus müssen sich selbst Könige beugen. Und Menschen aus allen Nationen und Rassen sind bei ihm willkommen. Oder findest du, dass solche Aussagen der biblischen Botschaft widersprechen? Arne wich dem unbarmherzigen Zeigefinger diesmal geschickt aus und flüsterte heiser, passt schon. Und was deine größte Unverschämtheit betrifft, Kaspar, kam Arne noch einmal bedrohlich näher. Hör auf, Hass auf die Flüchtlinge zu schieben. Es ist nicht dein Verdienst, dass du in Deutschland geboren bist. Das ist ein unverdienter Reichtum. In meinem Land säst du als Arbeitsloser ohne Wohnung und Krankenversicherung bettelnd an der Straße. Meinst du nicht, dass jemand, der unverdient beschenkt ist, auch Ärmeren etwas gönnen sollte? In diesem Moment fand Arne das ganz unbedingt. Wer widerspricht schon einer göttlichen Erscheinung? Er stammelte nur, danke für die Aufklärung, dann drehte er sich um und gab Fersengeld. Draußen vor der Kirche schmiss er seinen Flachmann in den nächsten Papierkorb. Drinnen nahm Nathan Osumbeko den schweren Turban ab und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. Er war eigentlich ein sanfter Mann und sein aggressiver Auftritt war ihm schwer gefallen. Nun stellte er den schwarzen heiligen König wieder an seinen Platz. Dabei war ihm, als schaute ihn das Kind in der Krippe vorwurfsvoll an. Nathan kniete nieder und betete. »Ach Herr«, sagte er, »sei doch nicht so. Was macht es, wenn der biestige kleine Mann an ein Wunder glaubt, das es nicht wirklich gibt? Vielleicht ändert er ja sein Leben. Dann ist es doch egal, ob das Wunder echt war. Wir beide wissen doch, dass Wunder wahr werden können.« Nathan dachte an seine eigene Geschichte zurück. Vor etwas mehr als 20 Jahren hatte er wunderbarerweise aus Ruanda fliehen können. Er war erst 14 Jahre alt gewesen und seine ganze Familie war während des Völkermords umgekommen. Damals hatte er nichts von Jesus gewusst. Aber der hatte ihn trotzdem sicher nach Deutschland gebracht, genau in diese Stadt. Hier, in dieser Kirche, hatte er ihm Menschen geschenkt, die sich um ihn kümmerten. Sie hatten ihm Arbeit gegeben, erst als Gärtner und nun schon so viele Jahre als Hausmeister. Dank deiner Führung geht es mir gut hier. Nathan unterbrach sein Gebet und schaute das Kind in der Krippe nochmal an. Dessen Gesichtsausdruck konnte er nicht deuten, immer noch missbilligend. Er beschloss, seine Taktik zu ändern. Weniger
Selbstbespiegelung, mehr Anbetung. »Ich finde dein Timing einfach großartig, Herr«, rief er. »Die Generalprobe für unser Krippenspiel fängt ja erst in einer Stunde an. Trotzdem bin ich heute so früh hier gewesen. Und das Kostüm hatte ich auch schon an. Ist ja menschlich nicht zu erklären. Sonst war er nämlich meistens zu spät zu den Proben erschienen. Die deutsche Pünktlichkeit hatte er sich bis heute nicht ganz einverleiben können. Und dass ich seit 4 Monaten ehrenamtlich bei der Tafel arbeite, das hast du so geführt. Nur deshalb kannte ich diesen biestigen kleinen Mann ja überhaupt. Und weiß, was er so redet gegen Flüchtlinge, während er warten muss. Okay, ich habe dieses Wissen jetzt genutzt, um ihm eine allwissende göttliche Erscheinung vorzugaukeln. Aber nur, weil du in deiner großen Weisheit mir die Chance dazu gegeben hast. Bist du mir immer noch böse?« Nathan schaute nochmal ganz genau in die Krippe. Dann ließ er sich erleichtert in die Kirchenbank fallen. Ihm war, als hätte das Jesuskind ihm heiter zugezwinkert. Vielen Dank, liebe Anne-Kathrin, für diese wunderbare Geschichte mit einer überraschenden Wendung. Weihnachtswunder nach Band 5. Noch ist es Zeit. Wenn ihr auf den Link unten klickt und das Buch bestellt, dürft es noch vor Weihnachten da sein. Und ihr könnt euren Freunden, euren Familien, mit wem auch immer ihr zusammen feiert, Geschichten wie diese von Anne-Kathrin Warnke vorlesen. So wünsche ich euch einen schönen Dienstag und hoffe, dass diese wunderbare Geschichte euer Kopfkino beflügelt an diesem Tag. Bis morgen, wenn wir das 21. Türchen öffnen. Tschüss.